Da ist unser das Lufthansa Airbus da. 747. Ja. Und dann Anton und die größte Antonov, wo du gesagt hast. Ja. Das ist von den Amerikanern. Gut. F-15, ja. McDonald's Rücklauf. McDonald's? Ein Cheeseburger bitte. McDonald's. So, ich wollte gerade einen Cheeseburger haben. McFly oder was? Hey, McDonald's man, McFly. Man kann in den Hubschraubern halt. Ja. Da war ich noch mit Christian drinne. Die fahren mit dem Boot noch. Halleluja. Nass reicht nicht, oder was? Ist oben nass. Du. Was ist denn hier drinne? Ja, also, wir wollen noch nach Hawaii. Wann geht's essen? Ja, Durst, Cola, Bier. Bier wäre gut. Dann kriegst du Cola, Cola, Bier. Gut. Was geht sonst noch? Auszusteuern. Guck die YouTube, ja, ne? Seid ihr auch auf YouTube unterwegs? Ja. Der heißt Indiana Jones, auf das sind wir dann nochmal klar. Ups. So. Könnt ihr mal gucken, vielleicht abonnieren und liken. Ich habe jetzt gerade Werbung für dich gemacht. Super. Gut. Lisa, Indiana Jones auf der Suche nach neuen Abenteuern. Indiana Jones auf der Suche nach neuen Abenteuern. Heute Abend ein Video kommen. Jetzt 2300 Abonnenten. Mika, aber hier kannst du mal reingucken. Momentan. Nee. Ja, lass aber. Mama, aber ich glaube, der kommt noch rein. Mhm. Hat er sowas wie Handbremse? Guck mal, so ein Hebel, wie ein Handbremshebel. Immer die gleiche Kette. Wir sind aus Würzburg, ne? Und der hat immer die American Captain, ne? Captain America. Andi, schon ist jetzt zwei davon. Ja, der ist so kaputt. Ah, ist halt cool, Junge. Super. Aber was braucht man da für eine Handbremse? Hat er so? Ja, damit er in der Luft stehen bleibt. Nee, guck mal, schon da ist wie Handbremse. Ist, um halt die Höhe zu steuern. Ach so. Also rauf und runter. Okay. Ja, ist eine Hamburg. Aber guck mal, dass die Sitze sind nicht gerade bequem. Also ich finde das ist nicht gerade bequem, die Sitze da, die schauen aus wie aus so Kirmes, so billig Kirmes. Ich glaube, da ist noch was drauf. Hä? Da ist noch irgendwas drauf, so Stoff oder was, ne? Also haben sie weggemacht. So kann man nicht sitzen, das geht nicht. Nee. Geht nicht. Da, du, schau mal, man hört dich hier. Ja, super. Ja, schönen Tag euch, gell? Auf Wiedersehen, wir sind weiter. Super, aua, ich bin angestoßen. Guck mal, da hast jetzt vier Abonnenten mehr. Gut, super. Das Flugzeug ist in echt immer zu klein für mich. So macht man Werbung. Ja. Dann sehen sie auch dich. So geht es, ja? Ja, dann sehen sie dich. So, oh, fast wieder. So läuft es. So macht man dann gleich, Werbung. Gleich sehen sie ja dann schon eine grüne Hölle. Genau. Da geht der Peugeot in der grüne Hölle. Diese Werbung machen hier. Ja. Ich weiß so, wie ein Flugzeug konstruiert. Ja, ich bin so groß und das Ding so klein. Wie gesagt, dafür ist sehr viel Riese. Antonov?
Da drüben ist das Yachtmuseum. Das ist da. Ja, na, das. Und, das wird schon wieder niedriger. Boah, das ist ja jetzt eine große Halle. Jetzt können wir hier unseren Damen hochmachen. Ja, was? Jetzt sind wir hier in Essen. Wo? Essen in der Antonov. Traktor oder Lüfter? Richtig. Weil es langsam ist, aber sicher, stabil und viel. Traktor. Ein russisches. Nein, falsch. Antonov kommt von der Ukraine. Hast du immer steht, was hast du gesagt? Oder wie hast du was gesagt? Ja, Antonov ist meistens Ukraine. Okay. Yeah. Aber ich wusste auch nicht, wo ich bin. Daumen hoch. Ja. Ah, ich hab's nur so gehört von Steelbodies. Ja. Was sie gesagt haben. Eine tolle auf den Traktor oder ein russisches Flugzeug. Aber ein russisches Flugzeug in Amerika. Von Deutschland in. Die Fluggeschwindigkeit liegt je nach Zulassung bei 680 km pro Stunde. Die Kosten für den Flugkilometer sind nur 50. Ja, ich glaub's dir doch. Weißt du, was er transportiert? Space Shuttle. Man kann immer dazu lernen. Wir lernen heutzutage nie aus. Ich auch nicht böse, ja? Ja. Ich habe eine Idee. Du kommst links raus, ich komme rechts raus. Okay. Gut. Links, rechts. Einer kommt. Kannst du dich da lassen? Die Tür. Oh, ich hab einen Sitz. Oh. Oh. Ich bin hier. Ich bin, da geht's doch hoch. Sag nicht. Die Flugzeuge sind nur kleiner gebaut worden. Guten Tag. Hallo. Kommt, Leute. Wir sind erstmal rausgekriegt. Und? Rückwärts. Ist du gerade live oder nimmst du alles auf? Ah, aufnehmen. Aber noch. Ja. Handy hat genug Speicher. Okay, komm. Das ist das Neueste. Ist alles frei? Ja. Boah, hier ist alles so klein geworden. Dann hat man das mit heiß gewaschen und so heiß. Hallo. Das Cockpit. Ein Statement. Warte. Hast du ein Statement, Justus? Okay, was soll das?
für die Jungs hier. Was heißt das? Ja, du sagst was zu den Jungs. Grüßt sie. Also, grüßt mal euch alle. Moin. Servus. Geht's euch gut? Ja. Geht's super. Immer. Super. So muss sein, ne? Ja, dann müssen wir alle so. Mach mal die Daumen hoch, oder? Yes. Versuchen wir es jeweils. Yes. Gut, und dann mache ich nochmal ein Bild. So, können wir alle grüßen. Grüßt jemand? Nee. Nö. Ich grüße alles von draußen. Gut. Oh, guck mal das. Die Füßabdrücke sind fast wie ein Herz. Ja, aber da fehlt der Pfeil. Ja, da können wir hier runter gucken. Ladung, weil es noch sicher ist. Gut. Ah ja, ist voll zu klein gemacht. Du bist zu groß. Okay. Boah. Ja, viel zu klein. Alles zu klein hier. Boah, das, nee, das ist echt zu klein. Boah. Wir dürfen ein kleines Selfie machen. Ja. Wenn ihr wollt. Ist der auch noch mit drauf oder machen wir erstmal einzeln? Mir ist das wohl. Wir müssen. Mir ist halt. Super, danke. Noch im Hand? Bevor ich runtergehe. Gut, da gehe ich runter. Also ich muss jetzt. Jo. Mach viel Spaß noch. Ja. Wir machen sie auch weiter. Gut. Klasse. Komm Riese. Da kommt der Riese. Das ist genau Christians Welt. Der passt aus der Größe. Der hat hier keine Probleme. Alles sind zu klein, ey. Jawohl. Wieder so klein. Gut. Die Welt ist klein. Die Welt ist zu klein. Die Welt ist zu klein. Und nass. Ich muss mich halt da aufpassen, dass ich nicht am Anstoß oder mit dem Kopf anstoße oder weil meine Schulter einfach zu breit. Wahnsinn, ist riesig groß. Meine Schulter sind einfach zu breit, der Kopf ist ja. Zu, der Körper ist zu groß. 2 Meter Größe. Aber jetzt müsstest du noch durchtrainiert sein. Hä? Lässt du halt. Ja.